positiven Seiten und einige kritische Anmerkungen gehört. Ich möchte jetzt ganz kurz das Wort noch Frau Vonkenerz noch geben. Mich würde vor allem das Thema, dieser Widerspruch von diesem Anreizsystem interessieren. Und danach würden wir die Runde öffnen. Überlegen Sie sich von Ihrer Seite Fragen zu diesem Thema und dann bringe ich Ihnen das Mikrofon. Frau Vonkenerz, wie sehen Sie das mit dem Anreizsystem? Ist das etwas, das man machen sollte oder eben auf gar keinen Fall? Also sprechen Sie jetzt von den Anreizen für Patientinnen und Patienten? Also wie man der Vorlage des Bundesrates entnehmen kann, sieht der Bundesrat keine Anreize für Patientinnen und Patienten vor, außer Schulung, Unterstützung, Beratung, um das Wissensgefälle zu reduzieren. Aber ich glaube, das ist eine andere Form von Anreizen als das, was Sie, Frau Ingold, jetzt vorhin gemeint haben. Der Bundesrat schlägt beispielsweise keine besonderen Versicherungsmodelle vor, die eine Prämienreduktion vorsehen könnten, wenn man ein elektronisches Patientendossier eröffnet hat. Also wir sind hier ganz klar der Ansicht, es soll eben freiwillig bleiben und es sollen vor allem, auch wenn der Nutzen primär für die Patientinnen und Patienten besteht, ist, braucht es jetzt zuerst einmal in einem ersten Schritt eine kritische Masse seitens der Gesundheitsfachpersonen, seitens der Gesundheitseinrichtungen, damit die Daten überhaupt grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden können und abgerufen werden können. Deshalb fokussieren wir uns bezüglich der Anreize auf diesen Bereich und nicht auf Patientinnen und Patienten. Okay, vielen Dank. Ich erinnere mich, Herr Stoff hat in seiner Präsentation das Stichwort Anreizsystem. Also dazu möchte ich etwas präzisieren. Es ist natürlich ein Unterschied, einen Anreiz zu setzen, um Geld zu verdienen mit diesem Patientendossier. Da bin ich mit Herrn Jörg Voll einverstanden. Aber es kann auch dazu führen, dass wenn die Zeit und die benötigt ist, wenn man dieses Dossier sauber einstellen will, das heißt, wenn man entscheiden will, was sind die behandlungsrelevanten Daten, wenn man die eben nicht nur alles einfach dort hineinschüttet, sondern sich bewusst wird, dass es für den Patienten nur von Nutzen ist, wenn es behandlungsrelevante Daten sind, dann muss diese Zeit entschädigt werden können. Das heißt, es darf nicht ein Nachteil entstehen, wenn ein Arzt oder eine Gesundheitsfachperson diese Arbeit gewissenhaft und verantwortungsvoll macht, dass diese Zeit nicht entschädigt wird. Und das bedeutet einfach, dass die Zeit entschädigt wird, aber nicht ein Anreiz, dass man jetzt damit Geld verdienen kann und irgendwo Prämien herausholen kann. Das ist natürlich ein Unterschied. Mit Anreiz meinte ich eben, dass man das abbildet, dass dieser Aufwand entschädigt. Alles klar, vielen Dank für die Klarstellung. Nun, wie gesagt, eine offene Diskussion. Wir haben noch 20 Minuten. Wem darf ich das Mikrofon bringen? Pierre Perrolin, président de l'Association suisse des infirmières et infirmiers et coordinateur du groupe de travail interprofessionnel IPAC et PD. Un ou deux commentaires. Le premier que j'aimerais faire, c'est qu'on parle beaucoup de la sécurité des données, du transfert d'informations professionnelles sur ce dossier. Je crois qu'il faut quand même rappeler aux patients qu'actuellement, le transfert de papier se fait beaucoup. Et que probablement, le dossier patient électronique avec un contrôle des accès, qui a accès, sera quasi plus sécuritaire pour le patient que le papier actuel. Et je peux vous en donner la preuve, je suis membre d'une commission d'examen de plainte de patients dans le canton de Vaud, et nous avons chaque mois à traiter d'informations qui sont transitées de manière sans l'accord du patient. Et donc, là, il aura la possibilité de voir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est une sécurité d'une certaine façon. Toutes ces informations, pour qu'elles soient mises à disposition, il faut, un, que le patient ait confiance, et il faut, deux, que les professionnels aient confiance. Et il faut que les professionnels y trouvent une valeur ajoutée, d'autant plus si on est un modèle de volontariat. Et c'est pour ça qu'au sein de l'IPAC, nous travaillons sur quelles sont les données nécessaires et suffisantes, et quelles sont les données obsolètes, inutiles, de telle façon que l'on crée cette sécurité. Et dernier point, et là je parle en tant que professionnel du domaine non universitaire de la santé, si on veut faire un dossier patient partagé auquel ont accès les professionnels,
il nous faut absolument, et là, on est sur un autre chantier, et un chantier que vous aurez à traiter l'année prochaine, il faut absolument que l'on ait une loi sur les professions de santé et que l'on ait un registre actif. Et je fais un appel insistant pour que vous retiens ça. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez une question? Non, c'est pas. Okay. Vielen Dank. Was ich anmerken muss, wir haben ja hier ein Open Hearing und wir zeichnen die Vorträge und Diskussionen auf. Falls jemand das nicht wünschen möchte, dass wir das nachher publizieren auf dem Internet, müssten Sie mir das mitteilen. Ansonsten wird die ganze Welt das dann hören. Mein Name ist Bernhard Bechtlöder von Hamburg, ich bin Teil der Schweiz. Die Spitäler, die werden ja gemäß Gesetzesvorlage verpflichtet, bei diesen E-Patienten Dossiers mitzumachen. Wir sind diesbezüglich auch absolut einverstanden. Die Spitäler sind der Meinung, dieses Dossier bringt einen wirklichen Mehrnutzen. Die Argumentation, dass für das Vertrauen die doppelte Freiwilligkeit absolut nötig sei, ist etwas überraschend für uns, weil es arbeiten viel mehr Ärzte und Gesundheitsfachpersonen in Spitälern, also in stationären Institutionen, als ambulant tätig sind. Deshalb muss ich sagen, ja, wenn man so argumentiert, dann müsste man sagen, überall freiwillig. Wir sind aber überzeugt, dass es einen Mehrnutzen bringen kann, echt. Und ich denke, das ist auch bei dieser Risikoabschätzung, die jetzt sehr pointiert hervorkam, muss man immer überlegen. Also wenn man kein Risiko eingehen will, dann wird man am besten gar nicht geboren. Dann hat man kein Risiko. Ich denke, ein Nutzen ist wahrscheinlich immer ein bisschen auch mit einem Risiko verbunden im Leben. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass man Risiken betrachtet, aber dass man nur noch auf die Risiken schaut, ist auch etwas gefährlich. Ein Beispiel, und ich bin dort auch nicht ganz einverstanden mit der Uhr bezüglich Qualität. In Spitälern braucht man pro Patient rund eine halbe Stunde im Durchschnitt, um die Medikation herauszufinden. Die Eingangsmedikation. Wenn dies natürlich elektronisch verfügbar wäre, das wäre eine Riesenhilfe. Wenn dann dort die Situation wäre, wie Herr Birk vorgeschlagen hat, dass man dann möglicherweise gewisse Dinge gar nicht sieht und gar nicht weiß, dass man sie nicht sieht, dann begeben wir uns dann in einen Hochrisikobereich rein, medizinisch gesehen. Vielleicht IT-mäßig wäre es gut, aber medizinisch begeben Sie sich dann in ein Hochrisikogebiet, wenn man dann behandelt unter der Annahme, man habe alle Angaben und dann fehlt dem dann trotzdem etwas. Und ich denke, solche Modelle in diesem Patientendossier würden den Nutzen des Dossiers völlig vernichten. Also da kann man gerade so gut auf dieses elektronische Patientendossier verzichten. Deshalb, wir sind eigentlich der Meinung, Leistungserbringer sollten vielleicht halt mit längeren Übergangsfristen alle verpflichtet werden, bei diesem E-Patientendossier mitzumachen. Ob Patientinnen und Patienten das tun wollen, ich denke, das ist ihr Entscheid, da sollen sie frei bleiben. Der zweite Punkt, wo wir immer noch nicht begreifen, wieso es eine zusätzliche ID braucht. Jedes Spital, jeder Arzt wird beide IDs brauchen, die Sozialversicherungsnummer, die zur Diskussion stand, und die neue Nummer, die dann generiert. Also die werden trotzdem alle pro Patient vorhanden sein, weil dies Sozialversicherungsnummer braucht es nämlich für die Abrechnung der Leistung. Und auch dort stellt sich deshalb die Frage, macht man da nicht mehr Kosten, mehr Verwechslungsgefahren und eigentlich überhaupt keinen Nutzen? Weil die Frage, ob man dann Zugang erhält zum Dossier, das ist etwas völlig anderes. Also ich gebe Ihnen gerne meine Kontonummer, damit bekommen Sie nicht Zugang zu meinem Bankkonto. Aber Sie können mir vielleicht etwas überweisen. Vielen Dank. Ja, also ich kenne natürlich die Argumente von dir und kann sie zum Teil auch nachvollziehen. Also ich denke, was die doppelte Freiwilligkeit anbelangt, und da zuerst darauf geantwortet, muss ich natürlich so sagen. Im Spital ist das nur ein Abschnitt. Es ist nur eine Szene, die dort sich abspielt. Und das ist etwas anderes, als wenn der Arzt, der begleitende Hausarzt, der betreuende Arzt eben über einen längeren Zyklus den Patienten begleitet. Das ist mal Punkt 1. Das mit den Medikamenten, das du gesagt hast, ist absolut richtig.
Das bedeutet aber auch, dass dieses Medikamentendossier gut geführt ist, das heißt, dass dort nicht Schrott drin ist, nicht Medikamente drin sind, die schon lange nicht mehr eingenommen werden, nicht Medikamente dort drin eben nicht sind, weil sie vergessen wurden einzustellen, und das bedeutet Aufwand. Und dieser Aufwand, der dem Spitalarzt entlastet, der muss ein anderer Arzt für ihn eben ausführen. Das ist eben die Meinung, dass dieser Anreiz geschaffen werden muss, dass man eben das dort sauber und gut erfüllt. Das ist eben zum Thema Anreiz und dann dafür eben auch ein Nutzen da ist. Eben. Und dass die Spitäler die treiben sind, ist ganz klar und das ist auch richtig so. Sie werden als Erste, das haben wir ja gesehen, einen Nutzen haben und das ist auch richtig, dass sie diesen Nutzen ausnutzen möchten. Die AV-Nummer ist ein altes Thema. Da sind wir und bleiben wir eigentlich immer noch klar der Meinung, es ist eben ein Unterschied, ob man diese AV-Nummer für Abrechnungen und für andere Sachen, das ist ja auch sonst im Leben so, dass diese Nummer noch an vielen Orten gebraucht wird. Aber man muss eben sehen, diese Identifikationsnummer, die wir ja gefordert haben, die darf nicht abhängig sein und auch nicht rückführbar auf diese AV-Nummer sein. Das kann man machen, dass das nicht möglich ist. Und damit hat man nicht die Möglichkeit, über die AHV-Nummer alles, was mit der AHV-Nummer verhängt ist, zu retten. Das ist einer der Gründe, warum wir klar gegen eine AHV-Nummer nach wie vor sind, weil es eben sehr sensible Daten sind. Da bin ich dann sehr nahe bei Herrn Birk, wo man eben einen Schaden setzen kann, der sich mit Geld nicht aufwiegen lässt, wenn ein Leben in dem Sinne, er das erwähnt hat, dann durch ein solches Datenleck zerstört werden kann. Ich würde da auch mal gerne kurz anmelden. Kann man das mitnehmen? Ja. Zum einen zu der Nummer, die ist datenschutztechnisch notwendig, weil die, so wie Sie argumentieren, ist es völlig richtig, dass beide Nummern ja ihrer Klinik bekannt sein müssen, sonst geht es gar nicht. Allerdings dürfen die beiden Nummern anderswo außerhalb ihrer Klinik nicht zuordnbar sein. In Ihrer Klinik müssen Sie es sogar, verwaltungstechnisch steht das gar nicht an Sie. Ich hoffe aber jedoch, dass die Systeme so entwickelt worden, und kann auch nur empfehlen, ausschließlich Systeme zu kaufen, bei denen Nummern etwas von Maschinen und Namen etwas von Menschen sind. Ich hoffe doch, dass diese Nummern automatisch zugeordnet werden, und auch richtig. Zum Zweiten, es geht uns, das sollte ich vielleicht einmal klar sagen, es geht uns als Kraftfahrtdruck hier nicht darum, dass jemand in die Klinik geht, mit einer Fachperson flirtet am Empfang und sich dadurch Zugriff auf die Patientenakte von Michael Schumacher verschafft. Das ist nicht unser Thema, sondern wir haben ein ganz anderes Thema. Unser Thema ist der massenhafte, wir sagen das sogenannte skalierende Angriff. Also es geht uns überhaupt nicht, es ist ein bisschen seltsam, weil es uns sonst darum geht. Es geht uns in diesem Fall überhaupt nicht um den einzelnen Angriff, weil der einzelne Angriff kann jetzt schon in den Kliniken, in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, die ich persönlich kenne, problemfrei durchgeführt werden. Und das werden wir wahrscheinlich auch nicht verbessern können, weil da möchte ich jetzt mal etwas für Arztpraxen und Kliniken sagen, auch aus Datenschutzsicht muss man das einsehen. Das sind keine Datensafes, sondern das sind Arbeitsstellen, wo man Menschenleben rettet. Und da kann man auch keine Datensafes draus machen. Das sehen wir ein. Allerdings, wir vereinheitlichen hier den automatisierten Zugriff. Und das bedeutet, die Geschäftsmodelle mit dem automatisierten Verarbeiten von Personendaten greifen. Und das bedeutet, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir das System so gestalten, und das ist auch eine technische Anforderung, dass ein solcher massenhafter Zugriff immer automatisch begrenzt wird. Das sind Maßnahmen wie ein Rate Limit, das heißt, wer schon die 100. Akte abgerufen hat, bekommt langsam Probleme, die 101. zu bekommen, weil es hat alles nur eine Sekunde gedauert und wer braucht schon mehr als 100 Akten pro Sekunde. Ja, mit dem Computer gehen solche Dinge, das darf man nicht vergessen. Wir brauchen Maßnahmen wie ein Containment, dass man, ich finde es zum Beispiel völlig nachvollziehbar, dass man in einer Notaufnahme, wenn man einen Patienten vor sich liegen hat und es ist ein elektronisches Patientendossier da, dann muss man sofort an alle Daten kommen, egal wie die geschützt sind.
Das ist auch im Projekt durchaus so besprochen und das ist auch durchaus sinnvoll und es wäre völlig widersinnig, das nicht zu tun, sage ich jetzt als Datenschützer. Trotzdem muss man sich überlegen, dass das in der Notaufnahme einer Klinik dringend notwendig ist und an vielen, vielen anderen Stellen, wo Gesundheitsfachpersonen, die vielleicht gar keine Ärzte sind, arbeiten, gar keine gute Idee ist. Wenn man dann, sage ich mal, die Missbrauch Tür und Tor öffnet, unfreiwillig, weil hier eventuell Gesundheitsfachpersonen, die zwar welche sind, die aber ein lukrativeres Geschäftsmodell entdeckt haben, sich hinterher vor der Rechtfertigung drücken könnten. Das sind Dinge, die ich in einer Notaufnahme einer Klinik niemals unterstellen würde, aber an anderer Stelle halt schon. Und deshalb kann ich nur empfehlen, die Risiken im Datenschutz hier im Globalen zu betrachten und ich hoffe sehr auf eine weitere gewissenhafte Arbeit in diesem Projekt, um diese Risiken Herr zu werden. Ich habe da ein bisschen Vertrauen gewonnen jetzt, als ich gesehen habe, dass da wirklich gut gearbeitet wird. Aber das muss man sehr kritisch begleiten und dann noch evaluieren. Vielen Dank. Kurze Antwort. Ja, ich möchte kurz noch auch einen Punkt aufnehmen. Es wird sehr viel jetzt über diese Thematik Sicherheit, Datensicherheit und Finanzierung diskutiert. Und ich sehe da schon eine gewisse Gefahr natürlich. Auf der einen Seite habe ich eine Maximalforderung bezüglich Sicherheit, bezüglich Prozesseffizienz, bezüglich auch der Akteure, die entschädigt werden müssen, damit sie die Daten erfassen. Und auf der anderen Seite haben wir nur eine Anschubfinanzierung im Gesetz drin. Und ich sehe das schon ein bisschen auch als eine Gefahr. Ich meine, entweder, also man sieht es ja in der freien Industrie, Facebook, Google etc., die finanzieren sich mehrheitlich oder nur über die Werbung, weil sie die Daten sammeln und verkaufen. Und ich glaube, hier hat der Staat wirklich eine Verantwortung, zwei Dinge zu tun. Einerseits die Dinge so zu regulieren, dass sie technisch und auch datenschutztechnisch eben verhebert, also korrekt sind. Und auf der anderen Seite aber auch die nötigen Mittel zu schaffen, es gut und richtig zu tun. Weil wenn wir das nicht gut und richtig tun können, dann wird sich die Industrie vermutlich irgendwann mal überlegen, gewisse Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das wäre doch sehr schade. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Frage. Beatrice Matzenauer, Spitex-Verband Schweiz. Der Spitex-Verband Schweiz unterstützt die Einführung des elektronischen Patientendossiers, weil bei uns ja vor allem Patienten betreut werden, die polymorbid sind und wir uns davon viele Informationen erhoffen, die da zusammenlaufen von Allgemeinpraktiken und auch Fachärzten. Insbesondere bei der Medikation können auch die Ärzte von uns profitieren. Nun aber zu zwei Punkten, die auch Herr Dirk bereits angesprochen hat. Das Gesetz versteht man ja nur, wenn man auch die E-Health-Empfehlungen gelesen hat. Und es wäre uns ein großes Anliegen, wenn man mit diesen Empfehlungen gleich verfahren würde wie mit SIA-Normen oder mit den Empfehlungen der Akademie der medizinischen Wissenschaften. Und dafür müsste man das Gesetz nachbessern und eine Delegationsnorm aufnehmen, damit diese Verbindung hergestellt wird, auf die auch Herr Dirk hingewiesen hat. Das ist das eine. Das zweite, das elektronische Patientendossier geht aus von dem absolut gut informierten, absolut vernünftigen und hochintelligenten Menschen. Wir haben mit kognitiv eingeschränkten Patienten zu tun und im Rahmen dieses Gesetzes ist zu prüfen, ob eigentlich im Erwachsenenschutz und im fürsorgerischen Freiheits, jetzt heißt jetzt anders, Freiheitsentziehung, überhaupt eine gesetzliche Grundlage besteht, die den Zusammenhang schafft. Mir ist einzig ausgefallen, dass gerade beim Erwachsenenschutz nur eine Schutznorm für die Ärzte besteht. Wenn der Arzt die Patientenverfügung nicht berücksichtigt, muss er dies im Patientendossier, da hat man wahrscheinlich ans Papier gedacht, vermerken. Zum Dritten,
Der Notfall, die Notfallzugriff muss unbedingt noch patientenbezogen umschrieben werden. Ich sehe schon, dass die Dringlichkeit auf einmal zu einem Notfall wird. Und die doppelte Freiwilligkeit muss wahrscheinlich mittelfristig überdacht werden. Danke. Vielen Dank für die Intervention. Wem darf ich das Wort geben? Aus den von vorne eine Reaktion. Sonst kurz noch eine letzte Frage. Nach der Menil von Pharma Suisse. Für uns ist klar, dass ohne elektronische Patientendossier der Patient gar nichts in der Hand hat. Heute hat er wirklich gar nichts. Also es geht voran darum, dass man ein bisschen Empowerment ermöglicht für die Patienten. Für mich als Apotheker ist es ganz klar, ich schaffe sehr viel in der RIPAC für HAC-Medikationsdossier, dass es so schnell wie möglich existiert. Weil die Patienten können von meinem Wissen nur dann profitieren, wenn ich den Überblick habe. Und ich bin ziemlich teuer ausgebildet worden, das nützt nichts, wenn ich diesen Überblick nicht habe. Das ist einfach schade. Aber ich bin natürlich auch der Meinung, dass vor 150 Jahren gar keine Flugzeugcrash gab, weil es einfach keine Flugzeuge gab. Ich bin sehr glücklich, wenn es paranoide Leute gibt, die die Flugzeuge prüfen vor dem Abflug. Aber nicht so paranoid, dass sie den Flug verbieten. Und wenn ich zwei Sachen höre, zum Beispiel, dass man die Systeme hätte homogenisieren sollte, ich frage mich, wie man das Telefon hätte einführen können, wenn jeder seinen Standard am Telefon gehabt hätte, man hätte gar nicht sprechen können. Und die zweite Frage, wenn wir nicht einsehen können als Medizinalperson, dass etwas verborgen wurde, das heißt, dass wir jedes Mal das speichern müssten, was uns sichtbar gemacht wurde, weil wir haften schlussendlich für unsere Entscheidung und diese treffen wir aufgrund von dem, was wir gesehen haben. Also stellen Sie sich vor, was das bedeutet. Ich wäre sehr froh zu wissen, vom Patient selbst oder aus irgendeinem Grund, dass da sensible Sachen sind und nicht alles gesagt wird. Und dann starte ich mit diesen Patienten mit der traditionellen Anamnese an. Aber nicht mit jedem Patienten, weil ich gar nicht weiß, ob mir etwas versteckt wird. Man muss schon nicht den Zweck vom Ganzen ab Anfang nichtig machen. Das ist wirklich wie, wenn man sagen würde, um keine Flugzeugunfälle zu haben, muss man einfach die Flugzeuge verbieten. Das ist keine Lösung.